Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich habe den nächsten Adventskalender für euch. Diesen habe ich bei Rossmann ergattert, online, Autozubehör-Adventskalender. Wie cool ist das? Merry Christmas and Happy New Year. Neu steht hier drauf. Das ist ein Autozubehör-Adventskalender. Keine Ahnung, was wir hier drin finden werden. Wir wünschen frohe Weihnachten, steht hier drauf. 39,99 hat der gekostet und wir packen den jetzt gemeinsam einmal komplett aus und gucken rein, was da drin ist. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich starte wie immer, falls ihr es noch nicht getan habt oder ihr neu hier seid auf meinem Kanal. Ich würde mich riesig über ein Däumchen nach oben freuen und ihr dürft auch gerne kostenfrei meinen Kanal abonnieren. Genau, also der Kalender, der ist online bei Rossmann verfügbar, 39,99. Ich habe es mir jetzt gerade ausgerechnet. Der hat 24 Türchen, 1,67 € aufgerundet pro Türchen. Ja, kann nicht groß viel was drin sein, also Autozubehör, ich weiß nicht. Ein bisschen was zum Reinigen und so wird da drin sein. Wir schauen mal rein. Also, starten wir mit Türchen Nummer 1, was hier drin ist. Ich bin so neugierig, ich fand das so spannend. Ich bin ja jemand, der sein Auto regelmäßig putzt. Hier haben wir ein Scheibenreinigerkonzentrat drin, ein Pfirsichduft hat das. Ja, ganz klein, ist ein Konzentrat. Hochkonzentrierter Reinigungszusatz mit Duft für die Scheibenwaschanlage für 3,2 Liter. Und ich mache gerne Autosauber, deshalb ich freue mich hier. Also auf den Kalender habe ich mich jetzt richtig gefreut irgendwie. Türchen Nummer 2. Ich drehe den mal ein bisschen. Ach, der hat an der Seite auch nochmal. Seht ihr, der hat überall Türchen, da muss ich aufpassen. Hier sucht man ja eben die 2. In der 2 haben wir eine Taschenlampe drin. Okay, das ist eine kleine... Muss hier eine Batterie rein oder ist hier schon eine drin? Ne, hier muss noch eine Batterie rein. Eine dicke habe ich jetzt keine auf jeden Fall. Ist das so eine kleine Taschenlampe, so eine rote. So ein Ding kann man sich auch mal ins Auto legen. Ist gar nicht mal so verkehrt. Ich habe so ein Ding nicht im Auto. Also wird das Teil in mein Auto reinwandern. Hier unten haben wir die 3. Hier haben wir einen Schwamm drin, einen Autoschwamm. Kann man auch gebrauchen, oder? Elina Clean Car. Ich kenne die Marke nicht. Keine Ahnung, ist eine deutsche Marke, kommt aus Karsbach. Ist einfach ein Autowaschschwamm. Aber den kann man auch natürlich gut gebrauchen. So, ich glaube, hiernach habe ich Lust, mein Auto zu waschen, weil mein Auto steht unten und müsste dringend gewaschen werden. Dringend. So, die 4. Wo haben wir die 4? Ich glaube, ich habe die eben hier gesehen. Ja. Einmal die 4. Eine Warnweste. Ah, ja. Die braucht man ja auch im Auto, eine Warnweste. Ist ja Pflicht. Sicherheitswarnweste. Ja. Ich glaube, ich habe gar keine im Auto. Ich bin mir nicht so sicher. Habt ihr eine Warnweste im Auto? Ich glaube, ich habe keine. Aber so, die 5. In der 5 haben wir... Oh, ein Autoduft haben wir hier drin. Lufterfrische Zitrone. Den mache ich mal auf. Ich muss eh eins in mein Auto machen. Das ist wie ein Kloster. Hier so ein gelbes Zeug. Also, um ehrlich zu sein, hat es was von Klostein. Kannst hier oben auf und zu machen. Das sind diese Scan-Dinger. Ja, das riecht ein bisschen wie ein Klostein. Ich glaube, das ist jetzt nicht so mein Duft. Ich weiß es nicht, aber mal gucken. Vielleicht stelle ich es dann zum Klo oder so. Mal schauen. Der Nikolaustürchen Nummer 6. Was haben sie hier reingepackt in die 6? Einen Angel. Einen Keychain, also das ist so ein Engel eben. Kann man das zum Einkaufen nehmen? Ja, das ist ein Einkaufsmärkchen, was man dann hier drin hat als Engel. Ja, so ein Schutzengel, der eben mitfährt. Ich stelle mir gerade vor, ich bin 18, habe meinen Führerschein und bekomme meinen Führerschein vielleicht im Dezember und dann ist es vielleicht auch ganz schön für Fahranfänger, oder? Was denkt ihr denn, wenn man da Anfänger ist, ob man sich darüber freut. Ich hätte mich, glaube ich, damals darüber gefreut, dass ich so ein paar Sachen habe. Die 7, es geht weiter. Cockpit-Reinigungstücher. Yeah. Brauchen wir alle, finde ich super. Lege ich mir ins Handschuhfach, mag ich ganz gern zwischendurch mal drüber zu gehen. Entfernt Staub, reinigt verschmutzte Flächen. Cockpit-Tücher gehen immer, ja. Tatsächlich ganz brauchbar. Komm, was hier alles rauskommt aus dem Kalender, oder? Hier passt ganz schön viel rein. Kommen wir zu Türchen Nummer 8. Ich muss nur den Kalender als drehen, das nervt mich. So, in der 8... Oh nee, haben wir eine hässliche Einkaufstasche. In der 8 haben wir eine hässliche Einkaufstasche. Die ist wirklich nicht schön.
Und die stinkt. Nee. Also die sind jetzt so schön. Für Leergut kann man die nehmen. Für Leergut ist die ganz okay, aber nee. Nee, die Tasche, das ist jetzt nicht so. Hätte man nur schöner machen können. Die ist wirklich nicht schön. Schreibt mir gern, was ihr dazu denkt. So, Türchen Nummer 9. Wo ist die 9? Hier oben. In der 9 haben wir Spanngummis drin. Ja, Spanngummis kann man immer gebrauchen. Das finde ich jetzt nicht so verkehrt. Für irgendwas kann man die schon gebrauchen. Legt man halt in die Werkstatt. Ja, ist okay. Ist okay. Türchen Nummer 10. 10 ist hier. Was Kleines. Hier haben wir Schokolade drin. Edelmilchschokolade. So einem Beutel, 2 Stück. Von Storz Vollmilch. Also einmal ein Auto und einmal so ein Verkehrszeichen. Schokolade. Ja, okay. So, Türchen Nummer 11. Irgendwie ist der Kalender witzig. In der 11 ist ein Scheibenschwamm drin. Oh Gott, da kann man sich so die Scheiben mit versauen drin, lauter Striemen und sowas. Aber, ja, wenn man morgens so ein Feuchtigkeitsproblem im Auto hat, ist es schon nicht schlecht, sowas zu haben. Von daher, also das ist auch okay. Ist okay. Passt ja auch. Man muss ja auch irgendwas hier reinpacken, gell? Ich habe mir eh schon gedacht, was wollen die hier alles reinpacken? So, die 12. Halbzeit. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von diesem Kalender haltet. Scheibenreinigungstücher sind hier drin. Glass Cleaning Wipes. Ja, benutze ich eher nicht. Ich finde, die schmieren ganz schön, so Glasreinigungstücher. Aber vielleicht nehme ich die hier für meinen Spiegel. Das geht. Und dann mit einem trockenen Tuch schnell drüber, dann kann man das auch hier verwenden. Streifenfreier Glanz für Scheiben und Spiegel. Für Auto und Haushalt. Ich mache meine Scheiben anders sauber beim Auto. So, die 13. Die 13 hat, oh, ich habe mir gerade einen Finger geschnitten. Die 13 hat Kabelbinder drin. Einfach mal 100 schwarze Kabelbinder. Kabelbinder braucht man immer und ja, Kabelbinder sind praktisch. Deshalb geht das auf jeden Fall klar damit. So, kommen wir zur 14. Irgendwie ist das so witzig, ich weiß es nicht. 14 hier oben. Was haben wir denn hier? Was ist das? Ich dachte gerade, das wäre ein Spielzeug oder so. Das ist ein... Was ist denn das? USB-Stecker oder sowas, keine Ahnung. Ich dachte, das wäre ein Spielzeug. Ist wahrscheinlich so oldschool, dass man hier Musik drauf machen kann und die dann im Auto hören kann. Ich weiß nicht, so denke ich mir das. So, die 15. Na, 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 na. 15 hat nochmal Schokolade drin. Hier haben wir jetzt... War ein Verkehrszeichen und ein Polizeiauto oder was? Ja, einmal die Polizei und ein Verkehrszeichen als Schokolade. Ja, okay. So, die 16. 16, ach, das ist was Nützliches. Oh, hier ist eine Parkscheibe drin. Die ging aber schwer raus. Also einfach eine Parkscheibe. Das ist das Ding, was ich nie habe. Und hinten Einkaufschips drin. Nee, das Ding ist gut. Und zur Not kann man hiermit auch seine Scheibe freikratzen. Das Ding feiere ich tatsächlich gerade total. Mal ins Auto legen. Die 17 hier unten. Handschuh, ein Waschhandschuh, yeah. Oder ein Staubhandschuh, Waschhandschuh. Ich nehme die gern für Staub. So einen habe ich auch im Auto, nur in der besseren Qualität. Der ist schon ein bisschen ranzig, aber zum Waschen so, ja, es ist okay. Waschhandschuh, ne? Man darf auch überlegen, was der Kalender gekostet hat und das war nicht so viel, von daher ja, ne? So, die 18, was haben wir in der 18? Tempo! Ist das nicht was, was man im Auto wirklich immer dabei haben sollte? Also Tempo, finde ich, braucht man immer im Auto und ich habe meistens keins dabei. Deshalb, das ist ein guter Reminder, Tempo ins Auto zu packen. Finde ich nicht so schlecht. Finde ich irgendwie witzig. So, die 19. Ein Duftbaum, oder? Nee. Sekundenkleber, wisst ihr was? Meine Gummidichtung vom Auto ist kaputt. Für Plastikgummi, perfekt. Da kann ich das direkt festkleben. Wir haben noch drüber gesprochen, mein Freund und ich, und dass wir einen Sekundenkleber holen müssen und meine Gummidichtung vom Auto kleben müssen, weil sonst Rost entsteht. Perfekt, finde ich. Finde es richtig cool, dass jetzt ein Sekundenkleber hier drin ist. Das ist irgendwie witzig. Auch gerade, weil das da drin ist, weil ich es brauche. Travel Games, okay, zum Verreisen. Das sind kleine Travel Games. Das Auto. Für die Kinder oder so.
Mini-Reisespiele. Finde ich aber auch irgendwie nicht schlecht, oder? Was ist denn hier alles drin? Steht hier jetzt nicht. Aber ein Reisespielchen, was hier alles so drin ist. Ich komme einfach nicht drauf klar. Die 21. Hier sind Hygienetücher. Die brauche ich auch immer. Die lege ich mir auch mal ins Auto. Das mag ich für Hände und Oberflächen, wenn man irgendwas Schmuddeliges angepackt hat unterwegs. Elina Med für die Reise. Das finde ich gut. Ich nachher mit so einer ganzen Tasche zu meinem Auto laufen und alles einzuladen. Alles ist wirklich nützlich. Die 22. 22 hat Mikrofaser-Brillenputztuch. Ups, mit drin. Da geht die Verpackung schon gerade kaputt. Zwei Mikrofaser-Brillenputztücher. Finde ich auch gut. Wenn man so sein Radio oder so, da sind ja immer so Datscher und so drauf, damit kann man das dann auch ganz gut wegmachen. Ja. Nee, finde ich auch praktisch. Hier liegt jetzt schon so viel rum. Wir haben jetzt nur noch zwei Türchen. Jetzt kommt noch die 23. Hier ist ein... Ach, das ist auch nicht schlecht für einen Zigarettenanzünder. So ein USB-Gedönsding. Na, wenn man was laden möchte zusätzlich und braucht so einen Adapter. So, so ein kleiner Zigarettenanzünder-Adapter. Praktisch. Praktisch. Jetzt kommt die 24. Was werden die denn da reingemacht haben in die 24? Ich bin so gespannt. Pack's nicht mehr in Wackeldackel. Nein. Es ist ein Wackeldackel drin. Nein, ist das lustig. Ein Wackeldackel. So ein Nodding Dog, Wackelhund. Ein Wackelhund. Ja, ist kein Dackel, glaube ich jetzt, aber ist ein Wackelhund. Ah, der Kalender ist irgendwie geil. Ich weiß es nicht. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr den Kalender findet. Ich finde den eigentlich nützlich. Hier sind lauter nützliche Sachen drin. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist die Tasche. Die ist wirklich, die ist nicht schön. Und der Duft hier. Lufterfrischer. Es riecht halt so nach einem Klostein. Klostein-Zitrone. Hätte ich mir was anderes gewünscht. Ansonsten, das Ding brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Ja, Schokolade ist ganz gut. Hygienetücher, dies, das Scheibenreinigung. Also Cocktailtücher, es ist alles irgendwie praktisch. Ich finde es ganz schön. Und Sekundenkleber, das ist für mich hier das Praktischste drin. Genau. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt. Ich verlinke euch den Kalender natürlich gerne unten. Und ich denke, das ist auf jeden Fall für den einen oder anderen interessant. Ich verabschiede mich. Dankeschön, dass ihr hier wart. Lasst mir super gerne noch ein Däumchen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und bis dann. Baby, this year it's just gonna be you and me. Christmas memories.